Voll, ist noch geworden. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Und wo einst Wald war, jetzt ist Meer. Warum auch immer. Ich habe Gänsehaut auf den Wangen. Oh Mann. Habe ich gerade einen Zug? Zugsignal gehört? I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Creepy. Warum hängen hier überall Stühle in den Bäumen? But I thought you should know about your family. Okay, sie schreibt das Buch also für ihr ungeborenes Kind. Oh. And the history you're a part of. Ach, ist das das Rohr, durch das die Molly dann geschlüpft ist? Müssen wir da jetzt durch? Ich hoffe nicht. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Hier komme ich nicht weiter. Ich komme zwar hier hoch, aber ich komme nicht weiter. Nee. Total sicher. Man erkennt immer noch nicht, was das da ist. Ist irgendein Wrack, vielleicht das Schiffswrack von Anno dazu mal, als der Ur-Ur-Opa mit seiner Frau hier gestrandet ist. Wer weiß. Ich habe das Gefühl, hier ist alles möglich. Respekt, Edith, ich wäre schon so lange außer Puste. Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Ich sag ja. Hier ist die Schaukel. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Berechtigte Frage.
It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. Oh. Schätze, du hast Friedhof der Kuscheltiere gelesen. Schatzi. Ich bin mir sicher, so hieß er auf Englisch, nicht? Shadow. Christopher. Ein Fisch namens Christopher. Oliver. Ein Hase. Bob. Ah, hier ist Bob der Hund. Es gab aber auch Bob die Schlange, oder? Was Schatzi war, wissen wir leider nicht. Bailey. Tucker. Coco. Hier gingen eine Menge Tiere drauf, wenn ich das sagen darf. Also, auch eine Menge Menschen, aber eine Menge Tiere. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Okay. Okay. Das ist ein interessanter Grabstein, den ich gerade noch nicht verstehe. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Okay. Edie said she dreamed about the old house every night. Also wie gedacht, das alte Haus. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory und Gus, die kennen wir noch nicht. Ich schätze mal, also wir haben eine Tür gefunden, auf der Gregory stand, aber dahinter war nur ein rosa Plüschbadezimmer. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Milton, der Künstler. Wer war denn Essential? Julius. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Ich glaube, das kann man auch nicht erklären. Ach ja, jetzt sind wir hier am Baumhaus. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing. Ich kann es kurz gucken. Ah. Ich habe keine wirkliche Aussicht. Die Bäume versperren den Blick.
Das finde ich auch. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ich wollte gerade sagen, das finde ich auch sehr mutig. Auch kein Scheiß jetzt. Oh. Ich mach mal eben mein Handy leiser. Dabei randaliere ich noch ein bisschen. Okay, was soll ich jetzt hin? Doch. Ah, jetzt sind wir, okay, jetzt sind wir hier. Könnte ich jetzt einfach runterhüpfen? Müsste ich dann den ganzen Weg wieder gehen? Wahrscheinlich. Ich lasse es bleiben. Obwohl ich immer noch Angst habe, dass ich im Vorgarten irgendwas übersehen habe jetzt, weil ich mich nicht umgeguckt habe. Ich habe nie Grandpa Sam, aber ich denke, er und meine Mom hatten viel in common. Aber fast nur Jungs, ne? In der ganzen Familie. They were both pretty intense. Das ist jetzt Sams Zimmer. Ja. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Das Bild macht Sam jetzt gerade nicht so sympathisch. Scheint gern gejagt zu haben. Okay. Hier möchte ich aber noch nicht hin. Edith, dreh um. Dankeschön. Das lesen wir uns gleich durch, weil ich schätze, dann kommt wieder die... Die Todesszene. Okay, jetzt mal im Ernst. Was für ein geiles Zimmer. Boah. Hand. Schmuck. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Vielleicht hat er das von seinem Bruder gelernt. Na, dann wollen wir mal sehen, wie Sam das Zeitliche gesegnet hat. I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm-hmm. Perfect. Am I going to have to shoot anything? It's going to rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. At all. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Diese Kamera sind sehr schwierigen. You're right, Dad. It's starting to clear up. Focus. Still freezing, though. Hallo? Kann ich mal irgendwas? Ach, guck mal. Na komm.
Right. Okay. You definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Ich hab keine Ahnung, was ich noch fotografieren soll. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Warte! Warte, ich muss sie erst finden. Hä? Da. Dad. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive. Jetzt great shot, Don! Oh Gott, wie furchtbar! Im Ernst? Im Ernst? What are you doing, Mann? I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? What? Ach so, Verzeihung. Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Ja, toll. Sorry. Dad, it's twitching. I think that's it's totally so normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Ja, sorry, aber das hast du irgendwie verdient. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Okay, lass uns mal gucken. Ich blick langsam nur durch, wer war. Odin und Ingeborg waren die Ersten. Die hatten Idi. Und Idi und Sven hatten dann Walter, Sam, Calvin, Barbara und Molly? Boah, 5 Kinder. Und Sam hat dann die Kay geheiratet, schätze ich. Und mit der hat er dann Gregory, Gus und Dawn gekriegt. Okay. Ach, und Sanjay war dann wahrscheinlich der Vater, oder? Von der Edith und ihren Brüdern. Boah, also aber jetzt... Sorry, aber der Sam hat es irgendwie voll verdient. Sorry, aber... Habe jetzt wenig Mitleid. Mit der Dawn mehr. Mit dem Sam weniger. Okay. Ahnung. Klimaanlage oder so? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ach, das ist dieses komische Gerät. Inch Control. Was wir auf dem Foto gesehen haben. Oh Gott. Das ist super creepy. Jetzt schon. Das ist ein interessantes Zimmer. Gott, das Bild ist voll gruselig. Oh, aber die Aussicht wieder. Oh, wie schön. Oh. Also ich weiß, man sollte Kinder süß finden, aber das finde ich einfach nur gruselig. Ich lese es gleich. Ich will gar nicht wissen, wie Gregory gestorben ist. Gregory war doch nur Baby.
I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. Ein Gedicht für Gus. Warum hat sie denn zu Gregory nichts gesagt? Hat sie getriggert oder? Nö. Ja, hat sie nichts zu sagen. Wie cool. Kondolenzkarten. Okay. Ein sehr sportliche Kinder gewesen zu sein. Oh Gott. Pardon. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Das ist alles unnötig riskant, was du da tust, Mädchen, aber kann dich ja eh nicht abhalten. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Nein, du rutschst doch schon da nicht runter. What it was like for her to lose two sons after she'd already lost two brothers. Okay, unser Vater war scheinbar Inder oder so. War voll schön hier oben. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Okay, ich befürchte, hier geht's weiter. Deshalb gehe ich jetzt nochmal zurück. Und guck mir die zwei Geschichten da noch an. Okay, das sah sehr viel eleganter aus, als es bei mir ausgesehen hätte. Okay. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Okay, wir sind ein Baby. Wir sind ein Baby und ich kann meinen Arm bewegen, aber sonst nichts tun. Ah. Anu? Hallo? That's handover, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Jetzt mal ernst, du hast ja... Hello? Sam, oh, mein Telefon klingelt. Right now. Kurze Pause, sorry. Okay, weiter geht's. Sorry für die Unterbrechung. Komische Dinge hat er gesehen, aber mal im Ernst, warum hat die Mama das Baby allein in der Badewanne gelassen? You reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Hmm.
Ach so, warte mal, ich kann. Ach so, sorry, das muss mal jemand sagen, dass ich den Frosch steuern kann. Na komm, ups. Das Baby hat eindeutig Drogen genommen. Aha. It sure made him happy. Na toll. Hat schon geschafft und dann ist der blöde Ball runtergefallen. Nein, du musst auf den Ball hüpfen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, was ich machen muss. Nein, das heißt auf den Ball hüpfen. Eventuell kann ich nicht auf den Ball hüpfen. Ich bin leicht überfordert gerade. Zur Hölle! Achso, jetzt kann ich wieder den Frosch nicht mehr steuern. Hallo? Achso, doch, ich kann springen. Ich schätze mal, der Frosch macht jetzt das Wasser an. Okay, Moment. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Da rutscht er mal runter. Doing, doing. Bin so. I know how silly it sounds. Jetzt. But I worry about a baby being too happy. Oh, warte. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. In a baby. Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Ich muss wahrscheinlich wieder auf den Ball springen. Ah, okay. I wish you could have told us about the world he saw. Hey, there's so much I don't understand. About Gregory. What? About everything. Awesome. But I know what happened wasn't your fault. Nee. Es ist völlig okay, dass man sein Baby allein in der Badewanne sitzen lässt. Und jetzt spürt das Baby. Bestimmt. Komm. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Na? Also zum Baby hat sie irgendwie nichts zu sagen. Mach zu. Hä? Was zur Hölle? Dieses Spiel macht mich irgendwie fertig.